Mahlzeit. Wir, also mein Frauchen und meine Wenigkeit, wir sind wieder mal unterwegs zum Storchendorf in Linum, weil da gibt es nicht nur Storche, sondern im Moment auch Kraniche. Das sollen zurzeit über 50.000 sein. Wir waren vor einer Woche schon mal da und haben uns ein paar angeschaut auf die Felder und haben jetzt gebucht eine geführte Tour beim NABU, also bei dem Umweltbund, zu den Plätzen, wo sie übernachten. Also da werden wir geführt, da kriegen wir Erklärung und dann fallen da nachts 50.000 Kraniche ein und das werden wir natürlich filmen, wenn wir landen. Ich glaube nicht, dass ich großen Video erstellen werde, weil da fremde Leute dabei sind, da filme ich gerne, aber ich werde auf jeden Fall eine kleine Fotoshow machen und euch die einstellen. Dann bis nachher. Tschüssi. Nicht geringer, 8 Tiere am Tag schaffen, aber das ist schon ganz schön. Also das ist schon echt beeindruckend, so viele zu haben. Und deshalb, wenn Sie mal irgendwo einen Kranich mit Ringen sehen, direkt fotografieren.